Hallo und herzlich willkommen zurück zu XCOM Enemy Within. So, wir wollen jetzt erst einmal den Gegner so richtig eins aufs Birne geben. Aufs Birne. Geile Ansprache. Ich nehme zu lang am Stück auf. Okay. Annäherungsminen. 8 Schaden. Wäre jetzt auch nicht doof. Moment, ich muss mal kurz mal überlegen. 2, 4, 5. Das ist dann das. Okay. 5 hätte ich mal. Ich möchte die unbedingt machen. Lege eine Mine bei den Gegnern in der Nähe. So ein Sensorenbereich hier haben. Why not give a try? Lege Minen. Das ist jetzt doof, dass es nicht sofort darauf reagiert. Aber gut, das ist jetzt erstmal irrelevant, weil du rennst jetzt erstmal rüber, um im nächsten Ründchen mal das Mädchen abzunehmen. Chen ist auch so eine schöne Silbe. Okay. In Bewegung. Jupp, das bist du. Rakete kannst du nicht mehr starten, aber dafür einen Feldposten mal so richtig anwenden. Wenn sie. Ich frage mich jetzt, ob sie in der nächsten Runde, sobald sie sich bewegen, die Mine aktivieren oder sobald ich die Runde beende, weil die sind ja beide im Sensorenbereich. Eigentlich. Meh. Werde ich ja dann sehen. Volldeckung heißt Tarnung. Was so viel heißt, wie sie sehen dich nicht kommen. Was sowieso eigentlich immer eine gute Sache ist. Aber, darum erstmal dich hier hinpflanzen. Oha. Der braucht einen Posten. Ist sowieso wurscht. Ma position est compromise. Wollen wir wieder was burnen? Nee, dafür sind zu wenige auf dem Feld. Eigentlich. Der wird tot. Der wird umgeschlagen. Der soll lieber tot sein. Den mag ich nämlich gar nicht, aber der hat eine bessere... Ja. Meh. Okay, brat ihn was aufs Hirn. 10 Schaden. Komm, das war jetzt nicht so klasse. Meh. Ne, 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 ne. Konntest du mal besser. Aber gut, das ist jetzt irrelevant, denn... wird sich jetzt erst einmal hier nach vorne bewegen. Und pam. So viel zum Thema. Jetzt haben wir es herausgefunden. Was war denn das jetzt? Sag bloß, es gibt sowas wie Fehlfunktion. 6 Schaden, das tat gut weh. Aber du kriegst es direkt eins aufs Hirn geballert. Und pam! So viel zum Thema Fehlfunktion. Okay. Er versucht mich zu kontrollieren, was er auch effektiv schafft. Ist natürlich nicht geil, wenn er die dicke... Ja. Nein, das ist nicht richtig. Das ist nicht richtig. Nein. Meine Position ist unter Feindbeschuss. Hey, come climb down, my friend. What's all the bullshit? Ach, shit. Okay, du sammelst das jetzt erstmal ein. Damit ist da Ruhe. So. Dann ist das hier auch erstmal gegeben. Und das andere Meld ist, nehme ich an, irgendwo hier drin. Ui, da ist das ein großes UFO. Für einen Aufklärer ist das echt fett, hä? Na gut. Spirit. Wie schaut's aus mit Treffen? Mich schießt du garantiert nicht ab. Ne. Oh, benutzt man Granatwerfer, der ist ein sicherer Treffer. Abgesehen davon kann ich die Deckung nicht haben. Plupp! Feuer. So, jetzt habe ich meine Ruhe im Kopf. Und... Gut, das Meld ist eingesammelt. Ich würde nachher gerne wissen, wann die Meld-Vervielfachung vorkommt. Die mir wohl schon gesagt wurde, dass die kommen wird, weil... 15 Meld ist doch ein bisschen wenig pro Teil, vor allem... Wenn man so mal überlegt, wenn man, wie Kami das gemacht hat, so eine riesen Mech-Armee aufbaut, dann sind 15 Meld doch pro Einheit etwas arg wenig. Jawohl, Sir.
Jupp, darum bewegst du dich immer da ein bisschen nach vorne. Und wenn man jetzt mal überlegt, wenn man die ganzen Mutanten vor allem, wenn man die ganzen Mutanten entsprechend ausrüstet, ja, da geht auch einiges an Merp flöten. Ähnlich viel wie bei den Max wahrscheinlich. Aber ja, das ist erstmal irrelevant. Denn Kami repariert sich erstmal gemütlicherweise. Und Spirit sondiert weiter die Lage. Er bleibt ja unsichtbar. Unbekannter Standort von Malt nach wie vor. Und nichts davon zu sehen, weit und breit. Kann mir missfallen. Tut es auch hoch. Vor allem aus der Ecke haben wir noch gar nichts. Aber gut, da ist nicht viel. Ich nehme an, das letzte Meld ist irgendwo hier drin. Nehme ich jetzt mal stark an. Ich sehe hier auf Anhieb erstmal nichts an Formen. Ne, das ist ein Bordcomputer. Daher sollten wir mal unseren Arsch nach vorne bewegen. In das Ufunai. Vielleicht kriegen wir ja noch ein bisschen Meld ab. Und tadam. Jo, du stehst sowieso in einer Position da, wo das sowieso mittlerweile gefährlich ist. Das heißt also, du bist sowieso schon relativ nah am Ziel. Das heißt, du machst jetzt erstmal hier Wache. Wache, Wache, Kuchen. Bin schon da. Und du kommst nach und hast dich ja jetzt endlich beruhigt. Ist ja eigentlich nicht viel passiert, außer dass ich halt einfach mal kurz hatte, eine nette Idee hatte für eine Rekonfigurierung der Zielmatrix. Ich bin so froh, dass ich diesen Satz jetzt gerade zusammenbekommen habe, ohne darüber nachdenken zu müssen. Ah, herrlich. Okay. Ah, schön. Du lädst es hier ebenfalls nach. Wunderschön. Na, wo kommt was? Still, habt ihr was gehört? Insektoidchen. Feindliche Einheiten ziehen sich zurück. Das denkt er sich jetzt auch. Das war recht knuffig, mit Betonung auf war. Was war da eigentlich noch im UFO? Oh, da haben wir hören das Merz. Direkt neben der Kommandozentrale. Interessant. Okay. Kami, du hast jetzt nachgeladen. Dann probier mal La Position etwas nach vorne zu setzen. Weißt du, was ich gerne haben würde? Ich würde mir überlegen, ob ich in Spanien mit ins Team nehme. Ich mache mich auf den Weg. Das hätte auch was Fettiges. Nicht was Fettiges, sondern was Fettes. So fettig essen die Spanier jetzt nun auch wieder nicht, dass man das so erwähnen müsste. Okay, Chabouche. Ich kann leider kein Französisch, daher kann ich euch überhaupt nicht sagen, was er gerade für einen Dampf von sich gelassen hat. Zumindest klingt es etwas, wie soll man sagen, notdürftig. Ja, herrlich. Ja, mach mal. A little bit risk. Aber just a little bit. Ich zisch so. Ab! Ja, du kannst auch nicht... es wäre schön, wenn du nicht abzischst, sondern zuzischst. Das wäre nämlich schöner, wenn du bei Tisch sitzt. Bin schon dabei, Commander. So dann. Stell ich mir mal direkt gackenfrech vor die Tür. Und Spirit, sodass ich wieder eine volle Deckung bin. Ich möchte, dass er unsichtbar bleibt. So. Kami ist jetzt wieder 100% bei Sinnen. So, und ich mach mal die Tür auf. Ich hab gesagt, ich mach mal die Tür auf. Hallo? Tür? Bitte melde dich? Meh. Meh. Okay, dann mach ich's komplett dreist und stell mich mitten in den Raum. Commander, Behälter gesichtet. 5 Runden ist okay. So, was war das? Ich setz mich gleich daneben hin. So, und die anderen stürmen jetzt erstmal gemütlich nach. So, machen auch einen Feldposten. Dann ist die Sache erledigt. So,
Die anderen sollen auch ihre Beine in die Hand nehmen. Laufschritt. Weil sie wollen ja nicht alles alleine machen, ne, Kami? Die anderen sollen auch ein bisschen ihren Spaß haben, vor allem auch ihre Level-Ups bekommen. Weil momentan rammen wir ja hier mehr als genug auf. Von Gasman. Gasman! Es ist Gasman! wird hier auch einige Beförderungen haben wollen müssen. Damit das Ganze ja auch wieder ins Gefüge passt. Aber bis dato rührt sich hier nicht viel. Bisschen mager. Darum sammeln wir das letzte Meld ein. Oh, nur plus 10. Schade. Ich hatte gehofft, dass das hier sich ein bisschen vervielfältigt. Aber gut, dann renne ich jetzt mal in die Kommandozentrale direkt hinein. Und habe zwei von diesen Drecksbiestern vor der Nase. Wovon ich eins mal gleich versuche auszulöschen. Na? Sehr schön. Somit habe ich nur Stress in der nächsten Runde mit einem. Und wenn Kami es richtig macht, haben wir überhaupt keinen Stress mit den Biestern. Dann, Kami, lege ihm mal die Partikelkanone auf seinen fetten Wasserkopf. Sehr schön. Ein weiterer so wird's Sieg. Gemacht, Leute. Gute Arbeit, Commander. Ganz genau. Passt. Null Schaden, alles eingesammelt. So ist richtig. So, ab zurück in die Base. Ein weiterer Tag, ein weiterer erfolgreicher Einsatz. Gute Arbeit, yep. Commander. So, du bist ja eigentlich unser Sunny-Ersatz. Dichter Rauch oder effektiver Rauch? Bis dato war der Rauch immer so, dass er gereicht hat von der Größe. Das heißt also, du machst jetzt hier mal Gefechtsdrogen. Wir wollen ja unsere Leute in der richtigen Stimme auf dem Feld haben. Okay. Da hat sich jetzt hier nichts Besonderes aufgetan. Dann werden wir jetzt auf dem Schwarzmarkt das ganze kaputte Zeug mal ein bisschen versemmeln. Exalt. Reliquien in einer vergangenen Zeit. Herrlich. Ich kann mir vorstellen, dass Exalt, wenn wir etwas länger mit denen gespielt hätten, dass sie durchaus taktischer Interesse gehabt hätten, vor allem weil die Munition liefern nicht mit jedem, also Waffentypen, im Sinne von Laserwaffen. Man muss dir ja vorstellen, wenn du kein Geld für Laserwaffen ausgeben willst, dann kämpf gegen Exalt, dann kriegst du Laserwaffen umsonst in die Hand gedrückt. Muss es sich mal geben, noch dass du schon so nicht schlecht aus, stilistisch gesehen ist es jetzt erstmal irrelevant, aber so kann man sich Unmengen an Geld sparen. Und wenn man genau nimmt, es gab ja auch einige Nebenmissionen, also so Aufträge, die halt eben auch Laserwaffen beinhalten. Du kannst dir die Exalt-Waffen da ebenfalls verwenden, wahrscheinlich. Ich nehme es jetzt einfach mal stark an. Und ja, das wäre da schon ein wenig over. Handel abschließen. So. Dann wollen wir mal gucken. Ist noch irgendwas zu tun? Irgendwie wird sich die Erzengel-Rüstung auch nicht so wirklich verschnellern von dem, was er da tut. Na gut, lassen wir den Globus sich mal drehen und bekommen auch schon mal gleich eine Terrormission. Das wird heute echt viel Arbeit. Halt, stopp. Bam, bam, bam. Jetzt muss ich echt überlegen, wie mache ich das mit Tierärzten? Ich habe nämlich vor, mal ein paar Sachen auszuprobieren. Und wir haben ja gerade Geld über. Warum sollten wir das jetzt nicht machen? Die Geistgranate, also wir verstrahlen unsere eigenen Leute, oder dürre Männer mit der Grasgranate, Nagelgranate. Ja, gucken, Titanrüstung, da hat sie noch nichts getan. Da wird sich denn nicht hier was tun in dem Punkt. Nochmal kurz die Splittergranate, die Nadelgranate. Splittergranate richtet größeren Schaden, aber nicht viel größer in einem viel größeren Bereich. Aha, ist eine bessere Granate. Hinterher keine Deckung durchschlagen, bla bla, hintere Deckung, bla bla. Das ist halt einfach eine Granate mit ohne Deckung. Schaden. Vor allem mit ohne Deckung Schaden, ne?
Was, Leute, das mache ich intelligenter. Ich löse das im nächsten Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Fertig Gott.